Oh, das ist gar keine, in dem Sinne, richtige Mission. Ich denke, man beutet sie aber nicht, weil es gab auch keinen Einführungsdialog. Ja, und jetzt sollen wir die Tatze stehlen und den Kelch und so ein bisschen herausfinden, was hier noch abgeht mit der Hexe. Und ich finde es einfach sehr, sehr geil, wie das Spiel in den letzten Stunden abgegangen ist. Man hatte so die Shellbridge-Wiege und jetzt auch noch die Cutscene im Nachhinein mit Laurels Geist und wie die Hexe aus ihrem Versteck, ihrer geklauten Haut, sage ich mal, ausgebrochen ist, sich übergeben hat und sich in ihr unglaublich hässliches Ich verwandelt hat, das aus tausenden Leichenteilen und Haut und Blut und Fleisch von Menschen besteht, die sie alle getötet hat. Weil sie lebt schon sehr, sehr viele Jahrhunderte. Sie hat sich quasi mit den Glyphen so ein bisschen halb unsterblich gemacht und ihr Leben künstlich verlängert. Und damit der Körper das irgendwie übersteht, muss sie sich ständig Leichenteile und Haut von anderen Menschen stehlen. Und deswegen ist sie quasi so ein riesiger Fleischleichenberg aus Köpfen und Armen und Händen und Zähnen. Und die Cutscene, die Render-Cutscene, wo sie sich verwandelt hat, ist bestimmt eine der stimmungsvollsten des Spiels. So ein richtig schöner Abschluss zu dieser Grusel-Horror-Mission, die Shellbridge-Wiege war. Und da wir kein Beutezier haben, können wir uns ja hier ein bisschen austoben. Und sind nicht ganz so eingekerkert wie in den anderen Missionen. Wir sehen schon, sie hat alle Fenster vernagelt, damit keiner ihr Versteck findet. Und noch ist es ruhig, das wird aber nicht so dabei bleiben, denn wir wissen ja, was die Frau für Diener hat. Wenn ich nicht gerade an der Treppe festhänge. Dann gibt es im Grunde nur noch eine richtige Mission mit Beuteziel und allem drum und dran. Ich höre schon wieder was laufen. Machen wir uns wenigstens den Startraum mal ein bisschen sicher. Die Glyphe der Loslösung. Ich muss dich hier verwahren. In Sicherheit, ja. Loslöser. Du machst alles ungeschehen. Mit Leichtigkeit zerstörst du meine steinernen Krieger. Mühelos vernichtest du die Glyphen, die sie überleben. Warum musst du existieren? Du bist wie die letzte aller Glyphen. Ein Schreckgespenst. Doch hier in meinem Reich, meiner Heimat, meinem Hort, hier hast du keine Macht. Garrett würde dich sicher gerne bestehlen, benutzen. Ja. Mit deiner Macht müsste er meine steinernen Soldaten nicht mehr fürchten. Ein Schlag mit seinem verfluchten Knüppel auf den Hinterkopf meiner Diener würde genügen, um sie zu Staub zerfallen zu lassen. Doch das wird nicht geschehen. Du Glyphe der Loslösung wirst niemals benutzt, gesehen oder besungen werden. Das klingt doch gut. Es klingt so danach, dass wir die gebrauchen könnten. Beschaffen Sie die Glyphe der Loslösung, mit der Gamals Statuen zerstört werden können. Ja, mit denen kann man die Viecher einfach umnieden. Ohne das Ding ist es ein bisschen schwierig. Die Atmosphäre hier ist auch nochmal richtig nett, weil man ist wirklich in ihrem Hauptquartier und man vermutet sie wirklich hinter jeder Ecke. Die Briefe der Diochen, Buch 5. An den Rat. Meine Zeit als Deuterin der Glyphen neigt sich dem Ende zu. Wenn es soweit ist, sollte meine Schülerin Kaduka an meine Stelle treten. Sie ist zwar blind, doch sie hat die Gabe. Die Prophezeiungen der Zukunft sind klar und voller Warnungen. Mit der Hilfe des jungen Akolyten, der einst der Diebeskunst den Vorzug gab, können wir die beiden ersten Prüfungen möglicherweise meistern. Danach wird ein drittes dunkles Zeitalter hereinbrechen. Doch hierzu schweigen sich die Glyphen aus. Die Deutung dieser dritten Prüfung wird Kadukas Leben und ihren Tod bestimmen. Sie ist sich dessen bewusst und akzeptiert ihr Schicksal mit Würde und Gleichmut. Deuterin Diochen. An den Rat, dies ist mein letztes Sendschreiben. Die Glyphen haben mich aufgezehrt. Ich hoffe, dass meine Mühen nicht umsonst waren und meine Warnungen nicht auf taube Ohren stoßen. Ich erwarte bezüglich der von mir genannten Glyphen eine Lösung. Sollte die Glyphe der Verwandlung tatsächlich existieren, schweben wir alle in großer Gefahr.
Eine Glyphe, die die Veränderung der eigenen Gestalt ermöglicht, wäre für jeden Hüter eine schreckliche Versuchung. Wir müssen die alten Schriften nach Hinweisen auf die Existenz einer derartigen Glyphe durchforsten. Möglicherweise haben sie die Urhüter entdeckt, doch ihr Wissen ging verloren. Aber die Art und Weise, auf die dieses Wissen verloren ging, erfüllt mich mit großer Sorge. Deuterin Diochen. Ja, so langsam fügt sich das Puzzle zusammen. Tja, nichts außer Dunkelheit, mein Freund. Du wirst mich nicht sehen. Ist an sich richtig schön gemacht hier. Diese Geschichte um diese Gamal, die sich als das kleine Mädchen ausgegeben hat. Und am Ende werde ich auch nochmal was zu der Gesamtstory sagen, die ich ja immer nicht so toll fand. Aber mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Oh, da steht schon der Kelch. Der Kelch der Ameriten ist schon mal eine Sache, die wir stehlen sollen. Der Kelch des Erbauers. How many times am I going to steal this thing? Schönes Kommentar von Garrett. Wie oft soll ich das Ding eigentlich noch stehlen? Immer der Dieb. Sein Name erscheint in allen Prophezeiungen. Und was ist mit mir? Bin ich nicht ebenso schrecklich? Bin ich nicht weitaus furchterregender? Ich muss eine noch größere Armee beleben. Er wird sein Schicksal nicht erfüllen. Ja, haben wir schon mal den Kelch. Das ist doch schön. Und hier haben wir sogar Ruhe. Und können noch ein bisschen was einsacken. Nicht, dass wir es brauchen, aber fürs Prestige, ne? Letzte Glyphe, letzte aller Glyphen. Gibt es noch andere Namen? Empfindsame Wesen. Krone. Wo? Kadukas Notizen über Prophetikus lesen. Verloren jenseits der Zeit. Unter der Oberwelt. Übersetzung falsch? Quelle prüfen. Landmarken. Müssen wichtig sein. Beziehung zu Artefakten? Alday Plaza. Bradshaw Denkmal. Herz? Stone Market. Glockenturm. Kelch? Krone? Altstadt, in der Nähe von Fort Eisenholz? Docks? Südviertel, Brunnen? Historische Bedeutung herausfinden. Auge, Exponat im Bielstrom-Museum. Urhüter, am Bau der Stadt beteiligt? Frühe Schriften? Älteste historische Texte prüfen. Wieso riesig? Könnte es in den Straßen selbst sein? Welche Straßen gab es schon? Was sind die ältesten Landmarken? Ältestes Viertel? Texte erneut prüfen. Im Kompendium nach Sicherung oder Ursicherung suchen. Wie nannten die Urhüter die letzte Glyphe? Sehr wirre Notizen, wahrscheinlich so hingekrakelt. Hat sich auch so gut gelesen. Gamals Tagebuch. Hindernisse und Verzögerungen bestimmen mein Sinnen und Trachten. Doch es hat auch sein Gutes, dass Garrett immer noch lebt. Er kann tun, was mir unmöglich ist. Der Dieb, der Schleicher. Ich weiß alles und er weiß nichts. Mein Triumph ist unabwendbar. Es ist die Zeit der Erinnerungen und des Rückblicks. Jahrzehnte, Jahrhunderte zurück. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem Somersault die Glyphe entdeckte. Meine Glyphe. Und obgleich auch ich das Gelöbnis, sie niemals zu berühren, unterzeichnete, wusste ich, dass sie eines Tages mir gehören würde. Sie rief mich. Sie lockte mich mit ihrer Melodie. Damals erschien es töricht, Vandolin zu vertrauen, der glaubte, mit der Glyphe den Alterungsprozess aufhalten zu können. Doch es funktionierte. Besser, als ich zu hoffen gewagt hatte. Und nun bin ich weit mehr, als sie sich jemals hätten vorstellen können. Und später? Das Mädchen Laurel, dessen Gestalt ich annahm,
um mich für so lange Zeit von den anderen zu verstecken. Ich versiegelte ihr Grab mit den Glyphen. Ihr Körper sollte mir gehören, solange ich ihn brauchte. Wie konnte sie nur entkommen? Ich weiß es immer noch nicht. Und Orland, der so sehr auf die geschriebenen Lettern vertraut, unterschrieben mit einem C-Punkt. Jeder andere hätte meine simple List sofort durchschaut. Wie einfach war es doch, die Bücher aus den Bibliotheken zu stehlen, die mich hätten entlarven können. Und was bringt die Zukunft? Ich vermute, dass andere meinem Weg, meinem Schicksal folgen werden. Alles, was ihnen dazu fehlt, ist die Glyphe der Verwandlung. Und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich sie ihnen geben, meinen Brüdern und all den anderen. Ich bin selbst eine Glyphe. Die Zeit der Geheimnisse ist fast vorbei. Ein neues Zeitalter steht bevor. They say she used to be human, but whatever she was, Gamal's a monster now. Richtig schön creepy die Story. Sie war also eine Hüterin. Sie ist im Grunde eine Hüterin von vor langer Zeit, die Macht besessen wurde. Und die Glyphen. Und die Glyphen, die sowas sind wie magische Runen anscheinend. Die verschiedene Zauberfähigkeiten haben. Dazu verwendet, immer weiter zu leben. Und immer mächtiger zu werden. Warum bin ich eigentlich so sichtbar hier? Hier ist doch gar nichts. Ein paar Lichter löschen. Ich wüsste echt gerne mal, warum ich so ein bisschen sichtbar bin hier, wo ich gerade stehe. Das dürfte eigentlich gar nicht möglich sein. Okay, dann müssen wir uns mal auf unkonventionelle Weise verstecken, indem wir immer aus dem Sichtfeld des Gegners herausbleiben. Ich weiß auch gar nicht, ob es sich lohnt, hier auf dem Hof rumzustolzieren. Ich mach's einfach mal und versuche mich so ein bisschen hinter Objekten zu verstecken. Irgendwie bringt das alles gar nichts. Oh, endlich mal ein dunkler Bereich hier. Hartnäckiges Schloss hier. No sound, no motion, no sound, no motion. Open and open and wide and open and empty and catch and find and kill and find and kill. Find and catch and find and crush and find. Boah, das war knapp. Das war echt knapp. Die Sprüche von denen können einen irgendwann echt auf den Nerv gehen. Bah. Ich muss die Lichter löschen, das ist mir echt zu gefährlich. Hier kann man sich hoffentlich wenigstens wieder verstecken. Ja, ich sehe die Tatze. Ich sehe die Tatze. Ich sehe aber auch viele Statuen, die hier rumstolzieren.
die uns besser nicht entdecken sollten, weil die jetzt relativ mächtig sind, ne? Got it. Again. Whatever it is. Got it. Again. Sehr geil. So, jetzt muss ich nur noch den Weg finden, wo ich diese Losblüserglyphe finde. Und haben wir noch eine Aufgabe, nicht, dass ich die wieder übersehe, wie in der Wiege. Hinweise auf die letzte Glyphe finden. Da oben ist noch eine Tür, oder? Die sind ja aber auch überall. Hallo? Oder hier gab es irgendwo einen Geheimgang. Irgendwas war hier. Chroniken Daggers. Epilog. Stellt euch unsere Erregung vor, als wir die neue Glyphe entdeckten. Somersault erkannte ihre Geheimnisse als erster. Doch schon bald wich unsere anfängliche Erregung Sorge und Angst. Angst vor der Zukunft. Angst, dass die Glyphe in die Hände eines wankelmütigen Geistes fallen könnte. Schließlich sind wir Hüter Menschen. Und Menschen haben Schwächen. Da wir sie nicht zerstören konnten, haben wir sie verwahrt, mit mancherlei Schutzglyphen gesichert und diese Worte für zukünftige Generationen verfasst. Folgt nicht dem Ruf der Glyphe der Verwandlung, der Glyphe, die eines anderen Gestalt rauben kann. Brecht niemals die Siegel, die sie verwahren, auf dass sie für alle Zeit unberührt bleibe. Möge das Gleichgewicht mit uns sein, den Vieren, denen dieses schreckliche Wissen als grausame Bürde auferlegt wurde. Gezeichnet Hüter Dagger, Somersault, Gamal und Vandalin. Wurde also von 4 Hütern entdeckt, die einen Eid geschworen haben, sie niemals zu verwenden. Und einer davon war sehr wankelmütig. So, habe ich eine Karte von dem Ort hier? Nee, das ist schlecht. Es gibt hier irgendwo noch einen Geheimweg oder sowas, glaube ich. Ah, den bei diesen ganzen Statuen. Ah, da ist noch eine Tür. Ich sehe sie gerade. Da könnte man mal vorbeischauen. Oder führt die uns nur wieder raus? Ich glaube, irgendwo musste man ein Buch aus dem Bücherregal ziehen oder irgendwo gab es einen geheimen Weg.